Hallo Sportsfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge von den Food Champions Rewards. Ja, wir werden heute meine Food Champions Rewards öffnen, aber wir wirken jetzt hier drauf, holen uns die Coins ab und dann gehen wir nochmal hier in die Squad Building Challenges rein. Ja, da gehen wir dann gleich einfach mal rein, weil dann können wir da noch eine Squad Building Challenge abschließen und dadurch auch noch ein Pack kriegen, was ich dann gleichzeitig auch noch hier mit öffne, mit dem Gold 3 Rewards. Ja, da ein bisschen Pech gehabt, aber Gold 3 ist auch voll okay. Ja, ist voll okay. Aber jetzt gehen wir erstmal hier nochmal in die Squad Building Challenge, weil ja jetzt halt bei EA. Heute hat angefangen ja der St. Patrick's Day, der eigentlich erst morgen ist, dem 17. Ja, und da muss man einfach mal ein Team bauen mit lauter Iren. Die hatte ich alle im Team, bis auf drei dieser Bronzespieler hatte ich alle im Team. Ja, und den senden wir jetzt einfach mal ab. Ist nicht das günstigste, aber setzt jetzt einfach mal ab, weil dann kriegen wir einen grünen Spieler. Sicher steht hier, St. Patrick's Day Spieler steht da. Er steht da, ja. Dann sehen wir auch die Schnuppe direkt und den aktivieren wir mal direkt. Einfach mal aktivieren kurz. Falls ein Walkout oder sowas mal kommt, dass der dann da in dem Glücksbringer-Trikot drin steht. Weil das wäre echt geil. So, wir öffnen erstmal das St. Patrick's Day Pack. Ach komm. Ah, okay, 0 Bronze. Warum steht es dann da dran? Mindestens Silber. Ja, schauen wir mal, wer das wird. Und wie die Schnuppe dann aussieht. 3, 2, 1, öffnen. Und wer ist es? Die Schnuppe sieht schön grün. LM. Was ist denn? McLean. Ein Silberspieler. Ja, die sind ca. 10k wert. Kann man die überhaupt verkaufen? Glaub nicht, ne? Nee. Yeah, ich habe einen grünen Spieler im Verein. So, was öffnen wir jetzt? Wir öffnen erstmal ein Megaset, das mittlere. Ja, es gibt ja richtig geile Man of the Matches. Und wir kriegen eine große Schnuppe. Ah, okay, Shaka. 84. Ja, mal ein bisschen besser als die ganzen anderen, so ein bisschen Rewards, was wir die letzten paar Wochen hatten. Fügen wir mal alle einfach mal hinzu, weil ich glaube, so spannend ist es jetzt auch nicht. Ein Shaka halt mit drin, mehr nicht. Da können wir eigentlich auch auf die Transferliste packen, aber wäre mal geil, wenn man Man of the Match oder sowas kriegen würden. Und nochmal eine große, Alter. Pjanic, auch nice. 85 sogar. Es müsste noch Conte oder sowas dabei sein. Ne, schade. Wie sind die eigentlich wert? Läuft, 15.000. Bauen wir direkt auch mal auf die Transferliste. Brauche ich eigentlich nicht. So. Jetzt kommen wir zum wichtigen Pack dann gleich. Ja, kommen wir zum wichtigen Pack. Einzigartige Top-Spieler im einem Set. 12 Spiele, alle Gold, alle selten. Und jetzt, let's go. Kein Walker, aber komm. Boah, wieder. Sogar 2. Anduris mit einem neuen schicken Bild, Alter. Hat einen richtig schicken Bärtchen bekommen, du. Was hat er nicht so gepflegt aus, aber Storage. Und Storage, der ist gleich auch ein bisschen noch was wert. 20k circa, ja, 15k, ja. Ist schon mal einer der besten Rewards bis jetzt. Schaut ihr meine Videos oder was, dass ich dafür geschwitzt habe oder was letzte Woche? Cyprien den Upgrade bekommen hat mal. Vor schon längerer Zeit, aber trotzdem ein bisschen was wäre. Das ist ca. 2000 Münzen, ist ganz okay. Ja, wie viel Anduris ist eigentlich wert? Der ist ein 84, hat der auch nur. Jetzt wischte die Schnuppe aber vorhin gerade eben viel größer aus als ein 84. Naja, die könnten jetzt alle noch ein bisschen was wert sein dann. Ja. Ist nicht schlecht. Auf die Transferliste. Die 84er tue ich mal auf die Transferliste, weil die sind ja auch gerade wieder solche Squad-Building-Challenges damit draußen. Na, wo man die verwenden kann. Aber naja, hätte besser gehen können. Ja. Wäre mal geil gewesen, hätte man einen dieser Man of the Matches hier unten gekriegen können. Conte wäre richtig geil gewesen. Hätte ich sogar im Team eingebaut vielleicht. Oder vielleicht, nee, hätte ich vielleicht sogar verkauft. Ja. Hätte ich vielleicht sogar verkauft. Den hätte ich verkauft und ja,
vielleicht mir ein, keine Ahnung, diese in der Bundesliga-Ecke unten reingebaut, da hier. Hier unten, da wo Nainggolan jetzt ist, da hätte ich mir, würde ich mir am liebsten so eine Bundesliga-Ecke reinbauen, mit Bayern Bundesliga-Ecke halt, eine Bayern-Ecke. Ja, weil einfach, ja, und im ZM anstatt Fernandinho einen Franzosen, der bei Manchester United spielt, ja, 5 Sterne Skills hat. Das wäre geil. Ja, aber da kann ich noch lange drauf sparen, bis mir den leisten kann. Ja. Und schauen wir mal, was wir dann diese Woche dann so erreichen würden. Was habe ich da nicht noch auf Transfermarkt gerade? Achso, den komischen Typen, oh. Da, Schipot. Den habe ich mir auch mal aus Versehen, habe ich mir vorhin aus Versehen für 800 Münzen gekauft. Ja, und jetzt habe ich ihn für 1400 Münzen verkauft. Cool, ne? Damit konnte man schon noch ein bisschen Gewinn machen. Ja. Ja, okay, ich glaube, ich habe so um die... Keine Ahnung. Ist mir auch eigentlich auch komplett egal. Weil, naja, wo meine Nase juckt, das hasse ich. Ja. Aber vielleicht grade ich ja noch ein bisschen was ab in der Verteidigung oder so. Ja. Und schau dann einfach mal, wem ich da noch so hinstellen könnte. Ja, aber einfach einen Innenverteidiger... Inform oder so, das kann ich mir so noch nicht leisten, weil das ist viel zu teuer. Ja. Deswegen, keine Ahnung, was ich machen werde, aber das Team ist nice. Mir gefällt's. Am liebsten würde ich jetzt noch Shakiri upgraden, dann halt mal. Ja, Shakiri würde ich dann vielleicht upgraden in, zum Inform oder sowas und dann irgendwann vielleicht mal anders da upgraden noch. Ja. Aber naja, das sehen wir dann schon. Ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Video von heute. Und ja, die letzten Tage kam ja kein Video. Die letzten paar Tage kam ja kein Video, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. Aber dafür nehme ich jetzt heute Abend nochmal dann Karrieremodus auf. Ja, und der kommt dann morgen. Dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. 87. Minute. Wieder mal ein glückliches Tor für Gegner. Sowas hasse ich nicht. Man denkt sich, yo. Man hat den Ball eigentlich safe. Er lässt ihn da vorne abprallen. Genau dahin wurde er gut. Meine Fresse. Hier 2 vorbei.